Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Flash. Ich spiele jetzt gerade auf der Map Europe Travel. Zusammen mit einem weiteren Spieler. Das ganze Video entsteht gerade um 10 Uhr morgens. Und da ist dieser Server sehr leer, muss ich sagen. Und es ist ja auch Montag, dementsprechend sind, glaube ich, ich weiß nicht, hat Schule schon wieder begonnen? Also entweder die Leute sind gerade in der Schule oder aber die schlafen alle noch, weil sie zu lange aufgeblieben sind, wie man es so kennt. Und ich habe heute mal einen Tag frei. Dementsprechend bin ich noch zu Hause und kann ein bisschen was aufnehmen. So, was ist denn wieder in den letzten Tagen los gewesen? Ganz einfach, ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet über die Neujahrstage und habe jetzt endlich mal einen Tag frei. Und ich war teilweise so kaputt, dass ich nur nach Hause gekommen bin und mich schlafen gelegt habe. Dementsprechend war da eine kleine Lücke. Aber keine Sorge, das ist jetzt vorbei, die Zeit. Am liebsten hätte ich jetzt für 12 Uhr soll das Video jetzt rauskommen. Das müsste eigentlich klappen. Eigentlich hätte ich da am liebsten noch eine Folge Delta gehabt. Das Problem ist nur, der Server ist gerade down. Dementsprechend kann ich gar nichts aufnehmen. Zwar ein bisschen schade, aber vielleicht kommt nachher ein Video. Das muss ich mal schauen, je nachdem, wann der Server wieder online ist. Das Problem haben wir leider manchmal. Da sind sie aber momentan, glaube ich, bei, das zu fixen. Dementsprechend kann ich bald hoffentlich auch morgens aufnehmen. Das wäre nämlich echt supi. Oh Gott. Ja, der nächste Checkpoint. Ich habe ein bisschen Flash, ein bisschen verlernt, muss ich sagen. Oh Gott, dass ich da jetzt gefailt bin. Ich habe gerade noch eine Runde Holzweg zum Aufwärmen gespielt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen eingerostet. Ich habe jetzt mitbekommen, dass anscheinend der Server, der als erstes diesen Spielmodus hatte, damals war es, glaube ich, X-Run hieß es, der Server scheint wieder da zu sein, beziehungsweise neu aufgemacht zu haben, was auch immer. Ich war noch nicht drauf. Und ich wollte euch mal fragen, ob euch das vielleicht auch mal interessieren würde, dass ich das auch mal zocke. Weil den Originalmodus, diesen X-Run, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Und das sind ja auch wieder komplett neue Maps. Ich glaube, vom Prinzip her war das gleich. Nur, dass man die Spieler, glaube ich, nicht unsichtbar machen konnte. Ja, aber sonst, man kann sich killen, es gibt Checkpoints und man ist schnell. Also im Prinzip genau Flash. Da, woher die ja die Flash-Idee hatten. Also wenn euch das auch mal interessieren würde, schreibt es mir einfach mal gerne in die Kommentare oder gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Daran erkenne ich das ja auch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann hätte man natürlich auch wieder andere Maps. Klar, hier kommen regelmäßig neue Maps raus. Aber nicht so, dass ich immer wieder Flash spielen könnte. Beziehungsweise irgendwann wird es ja langweilig, ne? Also YouTube Trailer hatten wir mittlerweile auch schon ein paar Mal. Mein Gott, jetzt kommt er endlich hoch. Danke. Und bis auf Weihnachten habe ich ja, glaube ich, jede Map geschafft. Glaube ich. Oh, verdammt. Das war so fail gesprungen gerade. Und ja, Leute, ich habe Weihnachten immer noch nicht geschafft. Noch gibt es die, glaube ich, zur Auswahl. Muss ich mal schauen. Also mir fällt zumindest gerade keine Map ein, die ich nicht geschafft hätte. Klar, es gibt Maps, die ich nicht kann, sowas wie Kontrast und sowas, aber die habe ich alle schon geschafft. Also es ist nicht so, dass es eine Map gibt, wo ich noch nie ins Ziel war, außer Weihnachten. Nur es gibt halt Maps, die mag ich nicht so gerne, so wie jetzt Zeit, Kontrast, ich weiß nicht warum, aber es sind einfach nicht meine Maps, ne? Die mag ich einfach nicht so gerne. Und bei X-Run gibt es ja wieder komplett andere Maps als hier, ist ja logisch. Und ja, ich hätte da durchaus mal Lust zu. Vielleicht kann man ja auch mal Unterschiede daraus erkennen. Was ist an Flash so besonders, beziehungsweise anders? ich habe vorhin noch mit ihm hier einmal Guten Morgen geschrieben gehabt. Weil 10 Uhr morgens, ne? Also ich war ja froh, dass überhaupt jemand in Europe Trail reingegangen ist. Weil irgendwie wollen die alle nur Holzweg oder Honigtopf und die sind alle so kurz, die Maps. Das finde ich blöd. Das wird jetzt auch keine super lange Flash-Folge werden. Sollte ich dieses hier relativ schnell zügig schaffen. Einfach mal so ein kleines Video. Nach langer, langer Zeit. Hui. Oh Gott, bin ich blöd. Also, wisst ihr was? Ich glaube, zur Aufmunterung brauche ich jetzt einmal ein Katzenwild. Miau. Jetzt geht's für mich schon wieder besser. Oh ja. Also, mein Time CH, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Das geht den meisten so bei Europe Travel. Keine Sorge.
du... Nein! Oh Mann, bin ich blöd. Oh Mann, oh. Ja, komm. Ich will diese Map schaffen. Okay. Oh Gott. Oh Gott, das hat gerade bei mir echt geruckelt. Wo ich nichts im Hintergrund aufhabe, was das irgendwie erklären könnte. Ui. Ja, und nein. So. Uff. Ich mag es immer nicht, wenn die Leute schreiben, ja, das können halt nur die Suchtis oder meinetwegen auch die Pros. Das hat er jetzt echt nett ausgedrückt. Aber es liegt halt wirklich einfach nur an der Übung. Ich spiele es ja wirklich, oder ich habe es ja fast jeden Tag gespielt, bevor ich so geschlaucht war jetzt von der Arbeit. Und ja, irgendwo, wenn man etwas immer und immer wieder spielt, irgendwann kann man es halt besser, ne? Das ist ja normal. Das ist so wie die Leute, die täglich QSG spielen. Und immer wieder QSG spielen. Die können das ja zum Beispiel auch irgendwann wesentlich besser. Ich zum Beispiel spiele eigentlich nie Survival Games oder Quick Survival Games. Wollt ihr sowas eigentlich auch mal wieder sehen? Muss ich mal gucken. Ich glaube, Bedwars kann ich auch mal wieder aufnehmen. Ich spiele eben sowas immer gerne mit Leuten zusammen und dann aber auch mit Freunden. Und irgendwie habe ich in letzter Zeit nicht wirklich viel Zeit gehabt, wenn andere da waren, dadurch, dass ich so kaputt war. Weil ich ja morgens arbeite. Und wenn man morgens arbeitet, dann ist man mittags und abends, wenn die anderen Leute Zeit haben, immer total müde. Dementsprechend kann man dann nicht zusammen aufnehmen. Oh Gott. So. First try! Ja, first try, Leute! Oh Gott, dieser Sprung, ne? So, und jetzt haben wir tatsächlich die Runde geschafft. Ich habe ihn gerade noch gefragt, ob ich warten soll. Aber er hat nein gesagt. Ich hätte es jetzt getan, aber wenn er nicht möchte, dann ist ja alles gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, diese kleine Runde hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sieht man sich einfach nachher um 14 Uhr beim nächsten Video. Ich freue mich, bis dahin. Tschüss! Ja, das ist übrigens mein Time. Hallo! Hallo!